Man könnte es, liebe Schwestern und Brüder, mit Landschaften vergleichen, in die uns der Hebräerbrief führt. Wenn der Verfasser des Briefes uns deutlich machen will, wer Jesus Christus ist und wer er und was er für uns ist, da ist einmal die tiefe, raue Landschaft menschlichen Lebens, die wir dieser Tage hörten, wenn der Hebräerbrief davon spricht, dass dieser hohe Priester, weil er der Sohn ist, durch Leiden den Gehorsam gelernt hat. Nichts ist ihm erspart geblieben. Mit Schreien und Klagen ist er vor Gott getreten. Und heute hören wir genau das Gegenteil, die entgegengesetzte Landschaft, wenn man so will, die Landschaft des Himmels. Er, dieser hohe Priester Jesus Christus, hat sich zur Rechten Gottes, der Majestät im Himmel gesetzt, als Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. Was hier in einer großen Schau zusammen gesehen wird, gehört zusammen. Wenn wir in der Passionszeit das Lied »O du, o heilig Kreuze« singen und in einer Strophe es heißt »Du bist die starke Brücke«, dann ist das sozusagen die Übersetzung des Hebräerbriefes, dieses Gedankens, der dem hier zugrunde liegt. Was am Kreuz geschehen ist, ist eine verlässliche, die Errichtung einer verlässlichen Brücke zwischen Gott und Mensch, die es so vorher nicht gab und die es seither nicht wieder geben wird. Er ist die einzige Brücke zwischen Gott und Mensch. Wir können so viele Selbstaussagen Jesu über sich selber dort einordnen, über diese Brücke schicken. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn hier geschieht wirklich Erlösung. Ein priesterliches Geschehen, das Erlösung bewirkt. Nicht mehr in der kultischen Handlung eines Opfers, das immer wieder geschehen muss, sondern ein für alle Mal, auf verlässliche Weise. Und das muss auch die Brücke sein, liebe Schwestern und Brüder, zwischen den geteilten christlichen Kirchen und Gemeinschaften, zwischen den verschiedenen Bekenntnissen. Der Kirchenvater Vinzenz von Lerins im 5. Jahrhundert formuliert einmal diesen schönen Grundsatz: Das, was immer und überall von allen geglaubt wurde, das ist katholisch. Ohne Weglassen, ohne Hinzufügung. Und wir können an diesem einfach klingenden Grundsatz gleich schon die ganzen Moden, die ganzen Gefahren, in denen wir selber oft genug stehen, wir können sie daran ablesen. Und wenn wir sie mit diesem Grundsatz dieses Kirchenvaters in Verbindung bringen, können wir sie meistens gleich vergessen. Das, was von allen immer und überall geglaubt wurde. Der Hebräerbrief formuliert es auf seine Weise. Und wenn wir in der Gefahr sind, uns davon zu entfernen, wenn wir dann so Sätze hören, das sagt uns ja heute nichts mehr, dann merken wir schon, dass wir gar nicht große ökumenische Anstrengungen zu anderen Konfessionen hin brauchen, sondern dass wir selber erst einmal unseren Glauben erneuern müssen, damit wir überhaupt gesprächsfähig sind.